Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie hier abgespaced aus den Tiefen von Breeze Edge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im vorangegangenen Video und im bisherigen Projekt. Joa, was machen wir heute? Gute Frage. Ich würde sagen, wir machen heute eine sagenumwobene, epische Expedition in die Evakuierungszone und sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Unsere liebgewonnenen Sachen, die hier auf dem Tisch liegen, ich kann sie euch ja nochmal zeigen, die wir im Laufe dieser Early Access gesammelt haben. Der Hamster, das Mortal Wombat, das Survival Tape und das Viagra. Lassen wir jetzt erstmal hier. Ich will mir nur eine Sauerstoffstation bauen, damit wir auf jeden Fall sauerstofftechnisch da hinten, egal was da auf uns zukommt, dass wir da auf jeden Fall abgesichert sind. Und ja, ne, demnach haben wir wie immer viel, viel zu tun. Lass uns loslegen. Bisschen Honey können wir uns noch basteln. Genau, stimmt. Wir haben ja hier ein bisschen Honig gefunden gehabt. Zum Ende der letzten Folge. So, das beste Essen, was es hier gibt. Plus 40 Hunger, also 40 Nahrungseinheiten. Ansonsten können wir eigentlich alles mitnehmen, was wir wollen. Könnte sein. Es könnte sein, dass da das Spiel zu Ende ist. Also zumindest die aktuelle Early Access Phase. Und das wäre aber ein bisschen schade, finde ich. Wäre ein bisschen kurz gewesen, aber... Das Spiel steckt halt nochmal, steckt nun mal noch in den Kinderschuhen. Deswegen wäre das da auch zu verzeihen. Wir haben ja gut gelacht. Wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt. Und wir haben gekämpft, um hier zu überleben. Habe ich alles dabei? Habe ich gerade was Falsches abgelegt? Nee, zwei Knüppel haben wir, zwei Bohrer, eine Schere. Den Grabber baue ich mir jetzt nicht nochmal. Weil ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal irgendwie Glas oder so aufheben müssen. Und wenn dann... können wir ja die Spielzeit noch ein bisschen verlängern, indem wir nochmal zurück müssen. So, ich möchte gerne bitte herstellen eine Oxygen Candle. Yay! Oxygen Candle. Und jetzt die Oxygen Station. Den Rest können wir ablegen, theoretisch. Noch einen Schluck trinken. Essen. Nochmal essen. Kram ablegen. Kram ablegen. Oh oh, unser Schrank ist voll. Damn! Ja, dann leg's ja auf den Boden. Leg's ja auf den Boden. Wir wissen ja, wo es liegt. Genau, lassen wir das ja einfach erstmal auf ein bisschen auf dem Boden liegen. Wir haben wirklich alles, ja. Wir haben alles Equipment gebaut. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann im Laufe der Entwicklung noch irgendwann noch mehr Raumanzüge geben wird. Noch bessere Möglichkeiten gibt, länger Sauerstoff bei sich zu halten. Aber ich rede ja fast schon, als ob das Spiel schon vorbei ist. Ist er noch nicht. Wir wissen ja gar nicht, was uns da erwartet. Aber was ich am wenigsten noch benutzt habe, war der Scanner eigentlich, ne? Eigentlich gerne mal ein bisschen gescannt. Aber vielleicht ist das Spiel noch gar nicht zu Ende, ne? Es gab ja vorhin auch noch die Särge, die wir gesehen hatten, in der Zone, wo wir das Glas gefunden haben. Und, da brauchten wir einen Brecher, also einen Crowbar. Und den haben wir noch nicht mal ansatzweise irgendwo gesehen gehabt. Wer weiß, vielleicht kommt der später noch dazu. Lasst uns loslegen. Wir haben alles. Ja, haben wir alles. Sehr schön. Wird eine schöne Tour. Noch einen Schluck trinken. Damit wir da voll sind. Und ab dafür. Station Nummer 1. Freezing Danger. Plum, plum. Plum, plum. Vorsichtig. Einmal komplett aufladen und direkt weiter. Direkt weiter. Wir frieren zwar so langsam ein, aber... aber wir sollten es eigentlich zur Station Nummer 2 schaffen. Wo sind wir hier eigentlich? Sind wir noch in unserem Sonnensystem? Ich meine, wir spielen ja ein Spiel, welches eine Geschichte erzählt aus dem Jahre 2077. Wir können überall sein, aber vielleicht sind wir ja noch in unserem Sonnensystem. Wer weiß. Wer weiß das schon so genau? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Kurz aufladen.
und direkt weiterfliegen. Station Nummer 3 und dann nochmal 1100 Meter? Oh. Ja, das ist ein ganz schönes Stückchen. Ein Glück haben wir eine Sauerstoffstation dabei. Ein Glück haben wir das. Immer schön den Nachbrenner benutzen. Das Stück war jetzt eher ein bisschen kürzer, aber ich will mich nicht beschweren. Wird vielleicht noch ein längeres Stückchen kommen. Hier scheint es irgendwie um einiges kälter zu sein als weiter vorne. Wird immer kälter. Immer kälter. Aufgewärmt. Mit Luft gefüllt. Und Abflug. 900 Meter, okay. Ich bin immer noch so am Überlegen, was uns mehr bringt. Ob wenn wir den Nachbrenner, den... The presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was outdated more than 10 years ago and is not produced on any planet. Yeah, small puffs of gas. Sehr schön. Ob uns der Nachbrenner mehr bringt, wenn wir ihn schübchenweise einsetzen, oder ob wir ihn gleich verballern sollten, wie wir es bisher getan haben. The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there. But there are no signals or movement detected in this area. Okay. Probably everyone died. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Ich werde noch ein Stückchen näher ran müssen. Müssen wir gleich unsere Sauerstoffstation legen. Damit wir immer ein bisschen Karenz haben, ne? Ich wollte das Ding nicht jetzt bis zum letzten aufbrauchen. Genau, nicht zum letzten aufbrauchen. Damit wir, falls wir in einem Notfall ein bisschen weniger Luft haben als jetzt gerade. Wer weiß, vielleicht kommt da ein Monster oder sowas. Und da haben wir dann ein bisschen mehr Luftverbrauch, wenn wir dann vor dem wegdriften wollen. Dann haben wir auf jeden Fall die 20 Lufteinheiten im Petto noch. Komm schon. Sieh wieder. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will leben. Ich will leben. Du bist mein Untergang. Wir hätten hier noch eine Sauerstoffstation gut gebrauchen können, aber ich sehe hier keine Luftmachung fliegen. Okay, ich habe verstanden. Bitte, bitte, bitte lass mich da hinten atmen können. Ich hätte vielleicht bei der letzten Station kurz speichern sollen. Aber wir sind fast da. Radiation. Aber, ja, komm, das Stückchen noch. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Komm schon, 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 komm schon. The captain's bridge was badly damaged, but the main systems are still functioning properly. Alles klar, mach! If you manage to get inside, there's a chance to send a distress signal to the nearest planet, or at least take the course with the captain who allowed this to happen. Ich hab einen Scanner, aber hier ist Luft. Oh Gott, ich hab das gerade nicht gepeilt. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, wir sind tot. Nein, wir sind nicht tot, aber die Strahlung, die ist noch ziemlich heavy. Und wir müssen das Passwort eingeben. Oder wir scannen das Ding einfach. Vielleicht können wir das Ding auch einfach irgendwie aufbrechen oder so. Hier, genau. Sehr schön. Die russische Methode. Repair. Repair. So geil, okay. Haben wir es geöffnet? Ist es jetzt repariert? Oh, herrlich. Aber ich werde hier kurz mal speichern. Man weiß ja nie. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Die Radiation steigt auch nicht mehr. Admin 1, 2, 3. Oh Gott, das ist ein Schlüssel? You need a key. Wir haben den Schlüssel. Das ist einfach nur ein Schlüssel. Okay, auf die 4 bitte. Hahaha.
Das ist ein Auto. Ein Weltraumauto. What? Das wäre unsere Chance gewesen. Das wäre unsere Chance gewesen, hier wegzukommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Damn. Schade. Schade und schön zugleich. Das hätte unsere Rettung sein können. Aber das war's erstmal, meine Damen und Herren. Das war's jetzt erstmal zum Thema Breeze Edge. Das ging ja doch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass wir jetzt die erste Phase der Early Access hier gemeinsam erlebt haben. Aber auch wiederum schade. Ne? Das zeigt uns eigentlich, wie gut dieses Spiel, wie gut wir mit diesem Spiel konnten. Ja, ich würde sagen, wie immer, mir hat jetzt eine Menge Spaß gemacht, wahnsinnig viel Spaß, und wir behalten natürlich dieses Projekt Breeze Edge im Auge, und dann geht's dann mit dem nächsten Gameplay-Update, geht's dann in die zweite Runde mit Breeze Edge. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Falls euch das Projekt, falls euch dieses Video gefallen hat, dann belohnt es mit einem Daumen nach oben, und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch episch über ein Abo mit Glocke freuen. Ne? Ansonsten, ich lasse euch noch ein bisschen mit den Credits alleine. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, ne? Bis dann, ciao.